Ist das nicht herrlich? Ja, Tag 5 unseres Frankreich-Aufenthaltes. Wir sind immer noch an demselben Campingplatz. Wir haben ja gesagt, wir bleiben einen Tag auf jeden Fall hier. Morgen geht es dann weiter. Es ist richtig, richtig schön hier. Also wirklich. Wir sind jetzt gerade mal den Strand entlang gelaufen und so ein bisschen diese ja, Steilküste ist es ja, naja, so ein bisschen Steilküste, aber sehr, sehr viel mit, tatsächlich ist es also aus wie Vulkangestein, ne? Ganz viele Steine sind wir jetzt mal bestimmt eine halbe Stunde hier durch die Gegend gekraxelt, sind jetzt an einer anderen Bucht angelangt, auch sehr schön, wir hoffen, dass wir hier einen Aufgang nach oben finden, aber inzwischen sind auch wieder richtig, ich weiß nicht, wie warm es ist, aber es ist richtig brezelwarm in der Sonne. Heute Morgen war es relativ frisch, wir haben tatsächlich auch im Auto wieder geschlafen, weil es einfach doch ein bisschen zu frisch wurde. Hatten die Nacht war auch gar nicht so geil, weil wir hatten so viele Mücken im Auto. Also bei mir waren es gefühlt 1 Million Mücken und mindestens 40 Mücken. 18 Grad. 18 Grad? Es fühlt sich an wie 30. Nee, das sind 18 Grad. Okay, krass. 18 Grad, aber in der Sonne ist halt mega heftig warm. Ja, wie gesagt, mich haben die Nacht bestimmt 40 Mücken am Kopf gestochen. Mindestens. Aber es war, wir hatten irgendwie, also ein paar hatten wir schon und die haben echt genervt. Und bis heute Morgen um 4:30, glaube ich, war es, wo wir dann, glaube ich, irgendwie die letzte gekillt haben. Da konnte ich dann auch tatsächlich dann wieder ruhig schlafen, aber davor war es echt eine Qual. Ja, aber ansonsten wieder eine sehr schöne Nacht verbracht. Ich schlafe unheimlich gut im Auto, mega entspannt, hätte ich nie gedacht, dass das tatsächlich so ruhig sein kann. Ja, auch auf Dauer einfach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe mit Rücken oder so und so irgendwie mich recken, strecken muss, um überhaupt erstmal klarzukommen. Nein, gar nicht. Es ist einfach herrlich. Ja, und jetzt werden wir mal sehen. Wir werden jetzt hier mal versuchen, einen Weg hoch zu finden. Und dann schauen wir mal, was der restliche Tag so mit sich bringt. Wahrscheinlich das ist nicht ganz, nicht ganz so viel. Wir haben jetzt auch unseren ersten Vlog. Tatsächlich haben wir gestern noch geschnitten. Und der lädt gerade hoch. Wahrscheinlich braucht er 2 Tage zum Hochladen hier. Ja, derzeit sind schon wieder hier 2-3 Tage vergangen. Ja, wahrscheinlich. Und wir haben schon den nächsten Vlog. Wahrscheinlich. Ja, wir melden uns dann auf jeden Fall später wieder. So, heute wird wieder lecker im Omnia gekocht. Heute gibt es einen Kartoffelauflauf. Mal schauen, haben wir so auch noch nicht gemacht. Wir haben zwar schon mal Kartoffeln gemacht, aber tatsächlich noch keinen Kartoffelauflauf mit rohen Kartoffeln. Das Moment, Problem. Wir müssen sagen, was du gemacht hast. Moment, ja, wir haben Kartoffeln gemacht, also es sollten so Art gebackene Kartoffeln, Pommes werden. Wir haben sie fälschlicherweise mit Zucker gewürzt. Moment, wir? Ich. So, aber heute Kartoffelauflauf, da kann jetzt hoffentlich nichts schief gehen. Ja, wir sind gespannt, ob das funktioniert, ob die Kartoffeln dann auch gar werden. Und dazu gibt es ein bisschen Fleisch, ne? Wir haben ein bisschen Grillfleisch. Genau. Das werden wir bei einer Pfanne machen, ne? Genau. Schaut euch bitte mal diesen Blick an. Ist das nicht traumhaft? Da hinten eine kleine Burg. Oder so ein kleines, ja, ein kleines Chateau. Sieht so aus wie so ein ganz kleines Minischloss auf so einer kleinen Insel. Echt wirklich richtig schön. Wir sind jetzt hier in Plümmenach. Also ich spreche es wahrscheinlich falsch aus, aber es ist richtig, richtig schön. Thank you.
Wir sind jetzt in der bretonischen Stadt Dinan angelangt, mit einem wohl sehr historischen Stadtkern. Im Hintergrund sehen wir ein Schloss, ein Teil zumindest davon. Das Château Dinan. Genau. Zumindest ein Teil sehen wir hier. Wir können hier auch in den Turm noch rein. Das ist auf jeden Fall auch mit Eintritt. Wir haben uns jetzt aber beschlossen, das werden wir uns nicht anschauen. Wir haben es jetzt von außen gesehen, ist schon sehr hübsch. Und wir werden jetzt einfach mal noch ein bisschen hier die Stadt erkunden. Ich schwenke mal die Kamera, denn hier haben wir einen wirklich schönen Blick. Oh ja, das stimmt. In eine schöne alte Gasse. Wenn jetzt nicht dieser weiße Transporter da vorbeigefahren wäre. Nein, aber wir nehmen euch mal noch ein bisschen mit auf ein paar Bilder. Sieht sehr historisch hier aus. Auf jeden Fall, Dinan ist auf jeden Fall eine größere Stadt. Ist auch so mit einer der einzigen großen Städte, die wir so mitnehmen. Wir werden gleich noch weiterfahren das werden wir euch dann gleich nennen. Aber das sind so die einzigen größeren Städte, die wir so mitnehmen. Ja, wir sind mal gespannt. Wir werden jetzt mal einen kleinen Rundgang wagen, denn es ist sehr laut hier. Ja. Wir haben hier gerade mal einen kleinen Zwischenstopp am Intermarché eingelegt. Sehr cool. Die haben aber gleich noch Tankstellen und Waschboxen. Hier kann man für 2 Euro auch den Caddy mal wieder schrubben. So sieht der auch gleich schon wieder viel, viel besser aus. Was auch ganz cool ist, hast du noch so eine Box, da steht gerade 8 Kilo und 18 Kilo dran. Hier kann man seine Wäsche waschen und auch trocknen. Wunderbare Sache. 8 Kilo Maschine kostet 4 Euro. Und man kann sich benachrichtigen lassen, wenn seine Wäsche fertig ist. Genauso mit dem Trocknen kann man halt 30 oder 60 Minuten einstellen. Ist eine ganz nette Sache. Kann man zwischendurch einkaufen gehen, wie auch immer. Wenn man also keine andere Möglichkeit hat, dann kann man das in diesen Boxen lösen. Die haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Und die sind meistens halt in der Kombination hier mit diesen Tankstellen von den Supermärkten und den Waschanlagen. Allerdings meinen wir, dieser super Intermarché hier, wir sind auch irgendwo in der Pampa, scheint tatsächlich heute auch zuzuhaben, Tank ist aber offen und ist tatsächlich mit so die günstigste Möglichkeit zu tanken. So. Caddy glänzt wieder, fast. Yay! Dann kann es ja jetzt weitergehen. So, wir sind jetzt hier in Fougères angekommen. Wir wollten uns eigentlich dieses wunderschöne Schloss Chateau anschauen. Ich zeige es euch gleich mal im Hintergrund. Allerdings haben wir wieder das Problem, dass keine Hunde erlaubt sind. Das ist jetzt natürlich wieder sehr, sehr ärgerlich. Bei den Temperaturen können wir den Hund auch nicht im Auto lassen. Von daher werden wir jetzt nur einen Blick um das Chateau werfen. Wir werden mal ein paar Fotos machen. Und dann geht es für uns dann direkt weiter zum Mont Saint-Michel. Da wollten wir eigentlich erst heute Nachmittag hin, aber gut, wer nicht will, der hat schon. Ja, das ist leider immer sehr, sehr schade. Ich hatte extra noch gefragt, ob ich den Hund halt auf dem Arm lassen kann. Ich meine, unser Hund ist halt relativ klein und dann trage ich halt das kleine Päckchen durch die Führung. Nein, auch das ist nicht gestattet. Ja, sehr, sehr schade. Aber hier noch ein kurzer Blick auf das Chateau. Ja, die Sonne steht ein bisschen blöd. Wahrscheinlich sehr, sehr dunkel jetzt, aber es ist halt eine richtig große Festung. Wäre wirklich interessant gewesen. Aber nein. Leider nein. Aber vielleicht hat es. Nochmal nieder, können wir wenigstens überall. Genau, vielleicht hat es auch was Gutes. Wir sind jetzt noch in der Bretagne, kurz vor der Grenze zur Normandie. Und in der Normandie wissen wir wenigstens, dass man dort in sehr, sehr, sehr vielen Museen und Burgen und so weiter den Hund einfach mitnehmen kann. Deswegen werden wir jetzt noch hier einen kleinen Rundgang machen, werden uns dann ins Auto begeben und dann zum Mont Saint-Michel fahren. Das ist von hier ungefähr 40, 50 Kilometer. Das heißt, wir werden uns dort jetzt einen schönen Platz suchen und dann auch dort irgendwo nächtigen. Ah,
Hallo, ihr wunderschönen Menschen. Ich mache die Aufnahme jetzt nochmal. So, ich weiß nicht, ob man das versteht. Wir müssen leider mit dem Handy jetzt aufnehmen, weil die andere Kamera, die Speicherkarte voll ist und wir haben es vergessen, sie zu leeren. Ja, wir sind angekommen am Mont Saint-Michel. Wir waren letztes Jahr schon mal hier. Letztes Jahr waren wir aber nicht drauf, weil da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Die erzählen wir euch vielleicht heute Abend mal. Ansonsten sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Wir sind fast dort. Wir haben jetzt auch schon einen ganzen Fußmarsch hinter uns. Und zwar 3,5 Kilometer muss man hier hinlaufen. Oder aber man kommt mit dem Bus, den ihr da seht. Oder aber mit der Kutsche. Ja, mit dem Hund kommt man allerdings weder in den Bus noch in die Kutsche. Also müssen wir zu Fuß. Außerdem bei der Corona-Situation haben wir eh keinen Bock, irgendwie uns in vollgepropfte Busse oder Kutschen zu stopfen. Von daher sind wir jetzt 3,5 Kilometer hingelaufen und sind jetzt auch fast da. Und wir melden uns mal, wenn wir wieder angekommen sind. Weil ich glaube, es ist einfach viel zu windig. Ja, guten Morgen aus der Normandie. Ja, wir sind endlich in der Normandie angekommen. Gestern noch am Mont Saint-Michel gewesen. Ich muss hier echt gerade ein bisschen aufpassen, weil hier sind echt viele Steine. Ich bin gerade mit dem Hund draußen und Steffi macht sich gerade fresh for the next day. Und wir waren gestern noch, wie gesagt, am Mont Saint-Michel und ich gehe tatsächlich gerade auf ihn zu, weil wir direkt in der Nähe noch einen Campingplatz gefunden haben. Ja, Campingplatz war jetzt nicht so geil. Wirklich richtig altbacken. Ihr seht das auf jeden Fall dann nochmal im Campingplatz-Check. Hat uns gar nicht so gut gefallen. Es war dann gestern Abend auch relativ schnell kalt. Wir waren auch erst relativ spät hier, haben dann noch Essen gekocht, haben noch im Omnia gekocht und das hat dann auch nochmal eine Stunde gedauert. Und dann war es halt echt schon stockfinster. Und dann haben wir tatsächlich im Auto gegessen, weil es so kalt war. Ja, aber ansonsten war die Nacht wieder relativ ruhig. Wie gesagt, heute Morgen dann die Duschen ein bisschen ausprobiert und so, war nicht so geil. Aber ich muss sagen, ein grandioser Blick. Da hinten der Mont Saint-Michel, noch in Nebel gehüllt. Und ich weiß auch nicht, wie das mit dem Wasser hier ist, weil das sieht hier aus, wie als wäre das tatsächlich richtig Watt. Das haben wir am Mont Saint-Michel ja auch, dass man dort Watt wandern kann. Und ich habe es eben auch gemerkt, dass das sehr schlammig hier vorne ist. Und dass das Wasser gar nicht so nah hier an die Küste kommt. Naja. Heute geht es auf jeden Fall weiter an die oberste Spitze in Richtung Cherbourg. Dort schauen wir uns einen, ja, wir sagen immer Panzerfriedhof. Das ist ein großes Dünengebiet, wo sehr viele oder einige, ich weiß es gar nicht, alte Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg stehen sollen in den Dünen, mitten in den Dünen. Sind wir sehr gespannt und eventuell werden wir dort uns auch einen Platz suchen, einen wilden Platz. Die haben da was gefunden, wo man wohl sehr, sehr gut stehen kann. Kommt es aber darauf an, weil wir merken gerade von Tag zu Tag, dass unser Auto und unsere Klamotten immer feuchter werden, weil natürlich die Feuchtigkeit des Meeres so langsam immer mehr in uns einzieht und das Auto immer feuchter wird. Also ich habe jetzt tatsächlich auch gerade mal im Auto die Standheizung angemacht, um einfach mal richtig Wärme da reinzubringen, um halt mal ein bisschen die Feuchtigkeit daraus zu ziehen. Ich hoffe, dass das was bringt. Ansonsten haben wir natürlich auch viel die Türen offen und lüften und lüften und lüften. Aber in dem Moment, wo man die Türen wieder aufmacht, um zu lüften, bringt man diese ganze Meeresfeuchte wieder mit rein. Also ganz schlimm ist es abends. Da setzt sich diese Feuchtigkeit überall halt ab. Also das ist, da haben wir gerade so ein bisschen mit zu kämpfen. Deswegen sind wir gerade wirklich am Überlegen, ob wir dieses heute Nacht tatsächlich mal vielleicht ein bisschen weiter innen stehen, im Landesinneren. Um einfach mal wieder ein bisschen trocken zu werden. Also selbst unsere Wäsche, die wir gewaschen haben vor ein paar Tagen, die ist bis heute nicht trocken. Die ist immer noch so klamm. Ja, deswegen sind wir da. So, das ist gerade so ein Problem. Man hat noch nicht mit gerechnet. Naja, muss man jetzt mal gucken, wie man mit klarkommt. So, aber ich verabschiede mich mit diesem wundervollen Blick. Und wir sehen uns dann. Ja, sobald wir, denke ich mal, an diesem Panzerfriedhof angekommen sind.
für zwei Croissants, so ein tolles kleines Brot mit Käse, Zwiebeln und Schinken. Das für unsere Brotzeit am Mittag. Und ein ganz frisches Baguette, auch noch warm, unter 5 Euro bezahlt. Ja. Und die Qualität ist echt mega gut. Mega. Also deswegen, wir sind hier auch wahnsinnig gerne einfach beim Bäcker. Also ich finde auch die Croissants, muss man da mal zu sagen, die sind hier auch viel, viel verträglicher als in Deutschland zum Beispiel. Also ja, ich habe das zum Beispiel, wenn ich in Deutschland mir irgendwo ein Croissant hole, dann schmeckt das auch. Also es schmeckt, aber es ist extrem fettig. Das merkt man auch schon an der Tüte. Wenn man sich ein Croissant besorgt, dann ist die Tüte immer schon sehr, sehr durchgefettet. Und ich habe das auch so ein bisschen, habe ich da tatsächlich Probleme so mit der Verträglichkeit, dass man das weiß. Das ist hier gar nicht, das war schon die letzten zwei Jahre gar nicht so. Auch die Tüten sind nicht so durchgefettet. Das ist gar nicht so der Fall. Ich weiß nicht, woran es hier liegt. Sie schmecken hier auch einfach noch viel besser. Kann sein, dass es hier vielleicht tatsächlich mit echter Butter gemacht wird. Und wirklich, in Deutschland ja? mit so einem, keine Ahnung, mit irgendeinem Ersatz. Mit einem Ersatz wahrscheinlich, ja. Also da muss man sagen, die schmecken ja auch einfach richtig, richtig lecker und die kann man auch einfach so essen. Da muss gar nicht mal was drauf. Was uns hier auch immer mal so auffällt, sind diese geraden Straßen, die sich so komplett durchs Land ziehen. Die sind einfach, wenn man dann wenn man das auf Maps sieht, die sind einfach gerade, kerzengerade. Und auch wenn man sie natürlich fährt, kann man einfach komplett die gesamte gerade Strecke einfach auch sehen. Ne? Ja, das ist, durch die Höhenunterschiede genau, durch die dann Höhenunterschiede. Halt auch. Also das ist hier auch ziemlich krass, habe ich auch noch in keinem anderen Land erlebt, dass das hier so, dass es solche geraden Straßen gibt. Ja. Ja, ansonsten haben wir uns dann nochmal überlegt, wir werden unsere Reiseroute nochmal ein wenig ändern. Oh, was gibt's denn hier? Oh, ganz frische Pommes frites. Ja, es ist 12, ne? Ja. Also, ach so, es ist jetzt gerade so gegen 12. Ja. Da war jetzt gerade hier an so einem kleinen Supermarkt in so einem Ort so ein ganz toller Pommes frites. Ach, was wir noch entdeckt haben, total geil. Oh ja. Wir haben euch ja schon von den Waschmaschinenstationen erzählt. Mhm. Heute das erste Mal und jetzt schon öfter entdeckt jetzt hier auf der Strecke sind Pizza-Automaten. Total geil. Das heißt, da kann man wahrscheinlich sich eine Sorte aussuchen. Steckt ein bisschen Geld rein. Würde mich mal interessieren, was sowas kostet. Ja, mich würde es tatsächlich mal aus. Eigentlich müssen wir es mal machen. Mal sehen, ob wir noch mal irgendwie einen erwischen. Aber ich würde es gerne mal probieren, einfach um zu wissen, ob das cool ist, weil die stehen hier halt einfach so rum. Ja, haben wir aber sonst auch noch nie gesehen. Nee, tatsächlich hier jetzt das erste Mal so quasi auf dieser Halbinsel. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen, all die Kilometer. Ja. Aber vielleicht ist es hier in der Gegend jetzt so üblich. Ansonsten Änderung der Reiseroute. Ja, wir fahren ja jetzt zu diesem Panzerfriedhof. Und dann haben wir irgendwie auch so festgestellt, auf dieser Seite ist eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Und Cherbourg ist wieder eine Großstadt. Ja. Meiden wir sie nicht? Mal gucken. Wahrscheinlich schon. Wir werden wahrscheinlich dann von dort aus, wo wir jetzt hin, wie heißt das, Binville, ne? Binville, werden wir von dort direkt einmal quer rüberfahren, wahrscheinlich direkt so irgendwie in Richtung Saint-Mer-Église. Ja, da wollten wir eh noch hin, da wollten wir nämlich noch Bilder kaufen. Ja. Und dann irgendwie so in Richtung Utah Beach und vielleicht dort irgendwo was suchen. Also das ist so jetzt wahrscheinlich der grobe Plan. Ist wieder ein bisschen was zu fahren auf jeden Fall, aber es ist ja gar nicht so schlimm. Wir haben es jetzt gerade mal 11:15. Den Panzerfriedhof werden wir uns jetzt erstmal mit der Drohne angucken, weil das Areal ist halt sehr, sehr groß. Das ist doppelt so groß wie der Campingplatz, wo wir vorgestern waren. Also so sieht es zumindest aus. Das heißt, wir reden von 60 Hektar. Ja, wahrscheinlich. Also deswegen werden wir das erstmal. Es ist halt so eine große Dünenlandschaft, das muss man dazu sagen. Wir gucken einfach mal und halten euch auf dem Laufenden. Genau. Bis dann.
wir sind jetzt am Strand von Biville. Biville heißt es, glaube ich. Hier liegen überall kleine Bunker rum, die sehen so aus, als wären sie aus den Dünen gefallen. Also hier zum Beispiel auf meiner Rechten haben wir einen Mörserbunker. Der liegt aber falsch. Der ist wahrscheinlich, wie dort oben auch zu sehen ist, waren die bestimmt hier alle mal befestigt. Und so ja, in den letzten 70, 75 Jahren hat natürlich die Natur auch sein Übriges getan. Und ich denke mal, die sind dann hier dementsprechend aus dem Sand gefallen. Wir sind aber immer noch auf der Suche nach den Panzern, weil hier sollen nämlich Panzer rumstehen in den Dünen. Wir werden jetzt mal hier ein Stückchen hochgehen, werden mal eine Drohne starten lassen. Sofern das geht, weil hier sind nämlich auch so Paragleiter. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Dann machen wir die Fliegen hauptsächlich hier am Strand. Ja, wir werden mal schauen, ob wir sie finden. Ja, wie gesagt vorhin, wir sind ein bisschen planlos, nicht planlos, aber unsere Gestaltung des Schlafplatzes hat sich ein bisschen verändert. Wir waren uns ja noch nicht ganz so sicher. Wir sind jetzt gerade von unserem vermeintlichen Panzerfriedhof, wo wir nicht einen Panzer gefunden haben. Wir waren quasi in den Dünen von Biville. Genau. Haben wir euch ja gerade ein paar Bilder gezeigt. Genau, ein paar Bunker und so waren nur noch dort und eigentlich sollten dort auch mehrere Panzer stehen. Wir haben keine gefunden. Beziehungsweise müssen wir uns mal die Drohnenaufnahmen genauer angucken. Vielleicht sehen wir noch was. Wir sind auf jeden Fall mit der Drohne drüber. Ja. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg nach Greenville. Kann man mal sagen, da waren wir letztes Jahr auch. Das ist ein sehr schöner Ort. Da gibt es ein sehr schönes Museum. Alles sehr mit Puppen, ne? Mit Puppen, also mit Miniaturen. Ja, genau. So in Barbie-Puppen, genau, sage ich. Ja, schön, genau. Mega schön, also lohnt sich definitiv. Aber jetzt haben wir gerade überlegt, so, jetzt suchen wir uns dort einen Stellplatz und morgen fahren wir dann Richtung Omaha, wo wir dann eigentlich ein paar Tage mehr länger bleiben wollten. Und dann, okay, warum bleiben wir denn nicht gleich dort? Weil immer das Auf- und Abbauen ist ja dann schon auch irgendwo nervig. Wobei inzwischen sind wir eingestiegen. Wir sind ganz gut, ja. Aber deswegen fahren wir jetzt tatsächlich nach Pierville zum Meer. Einen Abschnitt von Omaha. Mal gucken, genau. Ob wir da Glück haben. Es ist heute Samstag. Ich weiß nicht, wie voll der Platz ist. Morgen übermorgen soll es ja auch dolle warm werden. Ich habe mich verfahren, oder? Nein, das ist richtig. Alles gut. Richtig, wir haben uns nicht verfahren. Nein. Ist manchmal gar nicht so einfach hier. Ja. Nach 500 Metern Auffahrt links Richtung L13. So, wir hatten übrigens nach dem zu den Blüten hatten wir 23 Kreise. Ja, genau. Wir haben zu Ende gezählt 23 Stück auf den 120 Kilometer. Ja. Ja. War super. Ja. Nein, alles gut. Aber links Richtung N13. Oh. Quatsch halt gerade ein bisschen viel, weil wir gerade auf die Autobahn fahren. Genau. Wir fahren gerade wieder auf die Nebenautobahn. Ja. Was wieder ganz cool ist, wir sind in den letzten Tagen tatsächlich auch, also wir sind jetzt bei 2600 Kilometern. Ja. 32 Kilometer. Und haben bis jetzt tatsächlich nur das eine Mal die 30 nochmal 8 Euro Keks Maut ausgegeben. Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt, wie wir finden. Ja. Das kann man machen. Ich denke mal, zurück zu, wird es ein bisschen was geben hier und da an Maut. Ja. Schauen wir einfach mal. Aber jetzt haben wir noch 50 Kilometer bis zu unserem Ziel. Schauen wir einfach mal, ob das so funktioniert, so klappt. Vor ein Plätzchen finden, was uns zusagt und dann von dort aus steuern wir dann alles andere lang. So, da können wir sehr gut ansteuern, weil Omaha bietet schon einen Punkt, wo man viele Sachen einfach angucken kann. Wir wollten auf jeden Fall noch mal ins Landesinnere, nach Somme Iglesias. Da steht eine sehr schöne Kirche. Wer historisch bewandert ist, weiß, was da passiert ist. Da wollen wir auf jeden Fall noch Bilder kaufen. Wir haben da letztes Jahr schon Bilder gekauft und ich brauche für meine Arbeit tatsächlich noch ein, zwei Bilderchen. Genau, die waren echt toll. Genau. Und mal gucken, was wir dann
wir suchen noch mal ein bisschen was, was wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Gibt es auf jeden Fall noch einiges, aber wir wollen noch das eine oder andere noch mal schauen, noch mal wieder sehen, was wir also schon kennen. Ich will definitiv ins große Overlord-Museum wieder. Ja. Und in das kleine eigentlich, das Familien. Wobei, da waren wir letztes Jahr, im Overlord waren wir letztes Jahr nicht. Da waren wir nicht, ja. Vielleicht lassen wir auch das aus und dem anderen nochmal mit. Wir gucken einfach mal. Ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen auf die Wetterlage an. Ich denke mal, wenn tatsächlich Montag hier 30 Grad werden, dann weiß ich. Das wäre vielleicht auch mal einfach mal spannend. Ja. Könnte man in Ulm mal machen. Das Schöne ist, es ist tatsächlich sehr schnell alles zu erreichen jetzt von dem Punkt hier. Wir sind ja eben jetzt hochgefahren, das waren über 100 Kilometer, das war sehr viel. Aber jetzt tatsächlich von links nach rechts auf die andere Seite waren jetzt tatsächlich nur 50 Kilometer. Genau. Und jetzt wieder von quasi von Utah. Von Utah runter zu nach Omaha sind auch ungefähr 50 Kilometer. Also das ist okay. Easy. Und von selbst von Omaha dann zu nach Aurange, wo wir auch. Das sind ja nur noch. Das sind ja dann auch noch 40, 50 Kilometer. Fährt überhaupt. Genau. Ja. Also das ist eigentlich sehr schön, dass man von hier aus viele Punkte erreichen kann. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass wir jetzt dahin fahren. Hoffentlich Glück haben mit einem guten Stellplatz. Und dort einfach dann mal zwei, drei Tage bleiben können. Und dann halt einfach mal weiterreisen. Auf jeden Fall, Aromanche ist definitiv auch ein Punkt, wo wir definitiv ein paar Tage bleiben wollen. Genau. Da ist halt nur auch nur noch mal die Frage, wo genau. Ich denke mal, ich kann mir auch vorstellen, dass wir uns dort ein Zimmerchen nochmal nehmen, wenn Platz ist. Vielleicht. Mal gucken. In unserem Lieblingshotel Bed and Breakfast. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten, was kann man noch erzählen? Wir haben einen Luftentfeuchter gekauft. Ich habe ja heute Morgen, habe ich ja ein bisschen darüber erzählt, über die Problematik, dass wir tatsächlich Probleme haben mit der Feuchtigkeit im Auto. Jetzt haben wir mal einen Luftentfeuchter gekauft. Den werden wir jetzt noch einmal aufstellen. Mal gucken, ob das was bringt, ob der schon. Ja, ich meine, das braucht immer ein paar Tage, bis der so anfängt zu ziehen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch so viel Wasser im Auto, dass der auch direkt loslegt. Ja, das werden wir auf jeden Fall mal ausprobieren und werden auch dann unsere Erfahrungen damit mal berichten. Wäre auf jeden Fall mal interessant, wie ihr das so handhabt mit eurer Luftfeuchtigkeit im Auto. Gerade wenn ihr viele Tage unterwegs seid und wenn ihr am Meer seid. So, das war's.